herzlich willkommen zum Achterdeck hier aus dem wunderschönen Dock 14. Mein Thema heute passenderweise mit Jonathan das Thema Ausbildung. Und Jonathan, der auch die Ausbildung hier gemacht hat, der wird uns heute mal so ein bisschen erzählen, wie das so gewesen ist, was er gemacht hat und was so die Vorteile der Ausbildung eigentlich sind. Aber erzähl doch mal ganz kurz noch was von dir. Ja, ich bin Jonathan Keschet, ich bin 22 Jahre alt, habe jetzt die Ausbildung bei der Kronos fertiggestellt und bin jetzt seit einem Jahr festangestellt. Okay, und wie kam es dazu, dass du die Ausbildung gemacht hast, direkt nach dem Abitur? Für mich war das halt so, ich wollte halt was machen, was wirklich praktisch auch wirklich am Thema dran ist. Und da ist natürlich, gibt es nichts Besseres als eine Ausbildung. Mhm. Und kam dann so und... Okay, einfach mal so als kleine Offenlegung, also ich habe natürlich auch eine Ausbildung zum Fach Informatiker Anwendungs gemacht, wir sind da also quasi Brüder im Herzen bei der ganzen Angelegenheit. Wie sah denn so dein Arbeitsalltag aus während der Ausbildung? Was hast du da so gemacht? Ja, zu Anfang war das natürlich eher so wirklich so eine Einarbeitung, also Java lernen, SQL lernen und danach auch ABAP für die SAP. Mhm. Und erstmal war das natürlich sehr, sehr verschieden, also man hat viele Themen so eine Woche nach der anderen gelernt. Danach wurde es natürlich, kann man sagen, monotoner, aber auch halt näher am wirklichen Thema, was dann die Kronos auch braucht, also am CM, am SAP. Mhm. ABAP ist jetzt so ein Ding, also du hast ja gerade gesagt Java, SQL, das habe ich in meiner Ausbildung definitiv auch noch nöcher gehört. ABAP habe ich jetzt nie gehört. Gibt es noch andere Sachen, wo du sagst, ich glaube, das ist etwas Besonderes als Auszubildender bei der Kronos? Ja, auf jeden Fall. Also die Kronos, außer den ganzen SAP-Sachen, die legt auch einen großen Wert auf die fachliche Seite von dem Ganzen, dass man wirklich vom Fach was versteht, mhm. dass man auch wirklich weiß, was macht man da, wofür ist das Ganze. Mhm. Und das habe ich auch noch nie so gesehen in anderen Unternehmen. Mhm. Könntest du dir denn trotzdem vorstellen, gerade in einer Domäne wie jetzt der Informatik, Unternehmensberatungen, wo ja sehr, sehr viele studierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten, dass du da auch selber nochmal ein Studium anfängst? Also vorstellen könnte ich es mir generell schon. Mhm. Ob das jetzt wirklich für mich sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Ich sehe da jetzt keinen größeren Mehrwert daraus. Ich finde, ich bin ein vollwertiges Mitglied von den Beratern hier, mhm. obwohl ich ja nur sozusagen eine Ausbildung gemacht habe. Mhm. Deswegen reicht das völlig aus für die Kronos und man ist da ja auch im Teil besser als die Studierenden, weil man hat ja diesen ABAP-Teil schon hinter sich und die müssen sich erstmal nur einarbeiten. Ja, das ist natürlich richtig. Also da hast du auf jeden Fall diesen Vorteil. Du wirst ja dann in dem Sinne nicht nur zum Anwendungsentwickler ausgebildet, sondern halt auch wirklich schon zum Berater. Wenn du jetzt nochmal so ein bisschen an deine Ausbildung denkst, gab es da so einen Moment, wo du sagst, boah, das war einfach so ein richtiger Wow-Moment, so das erste Mal, wo du gemerkt hast, okay, ich lerne nicht nur irgendwas, sondern ich mache auch wirklich was Produktives, was Sinnvolles? Hm. Ich glaube aber, zu dem Zeitpunkt, wo du ein Programm erstellst, was dann wirklich funktioniert und was dann auch wirklich benutzt wird und dann sieht man halt, dass man was gemacht hat, was auch wirklich läuft, was auch wirklich benutzt wird, was auch wirklich einen Mehrwert bringt. Also quasi so ein bisschen so dein Baby, was genau, du dann hast und was dann auch wirklich genutzt wird. Mhm. Wie hat sich so der Arbeitsalltag geändert von der Ausbildung hin zum Berufsalltag? Also ne, da sind ja schon, ich denke, ich kann mir vorstellen, dass sich das so ein bisschen dann trotzdem noch mal ändert. Ja, auf jeden Fall. Also zur Ausbildungszeit hat man ja eher viel gelernt. Mhm. Und nach der Ausbildung kommt man auch mehr in die Projekte rein. Und das ist natürlich auch ein ganz anderer Alltag. Man ist dann in den Dailies oder man bespricht halt mit den Kollegen oder mit den Kollegen aus dem Projekt was. Das ist dann was anderes als nur immer mit dem Ausbilder zu sein. Mhm. Vermisst du die Berufsschule? Ja, die Berufsschule, ist halt ein Teil der Ausbildung. Man ist da immer jede Woche zweimal. Bei mir war das so, wir hatten zweimal Unterricht und einmal sogar müssten wir danach nochmal in die Firma. Okay, ja. Das heißt also, du sagst jetzt nicht, dass du
irgendwie großartig diesen Part vermisst. So wie man ja gerne auch mal sagt, ah, ja, was wäre ich gerne noch mal Schülerin oder was wäre ich gerne noch mal Schüler? Dieser Druck, den man doch jetzt dann irgendwie in der echten Arbeitswelt hat, den hat man ja als Schülerin oder Schüler nicht so. Aber da sagst du, nö, das ist... Nö, dann weiß ich das eher nicht. Ja, ich meine, ist ja auch mal so ein Statement. Wo siehst du dich in 5 Jahren bei der Kronos? Wo sehe ich mich in 5 Jahren? Ich glaube noch weiterhin als Entwickler. Ja, das heißt, ich mag das. Okay, ja. Das heißt also, du würdest jetzt nicht diesen Weg einschlagen, den viele dann machen und sagen, okay, ich habe jetzt genug entwickelt, ich brauche jetzt vielleicht auch mal so ein bisschen Abstand quasi, ne, die Werkstattperson, die den Schraubendreher in die Ecke legt und dann mehr so diese Buchhaltung macht. Du siehst dich aber wirklich mehr in der Entwicklung und nicht im Projektmanagement. Ja, ich sehe mich da nur in der Entwicklung. Die Kronos, die würde dich da mit begleiten, wenn du wirklich diesen Projektmanagement-Weg eingehen würdest. Ich mag aber die Entwicklung, ich mag das. Okay, ich denke, das sind auch eigentlich ganz schöne abschließende Worte. Jonathan, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Dankeschön. Und auch ihr seid gerne das herzlich eingeladen, das nächste Mal wieder einzuschalten beim Achterdeck.